Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus heute Abend zu unserer Buchvorstellung mit Alexander Grau unter dem Titel Kulturpessimismus, ein Plädoyer. Als ich von diesem Titel zum ersten Mal hörte, da war es so ein bisschen wie ein Déjà-vu, da fühlte ich mich circa 30 Jahre zurückversetzt, denn damals war es Fritz Sterns berühmtes Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr, das ich in die Hände bekam und das mich seinerzeit elektrisierte. Ich beschloss spontan, mir die Autoren, von denen im Buch so sehr gewarnt wurde, Autoren genauer anzusehen. Und fand bei der durchaus nicht unkritischen Lektüre meinen Zugang zu politischem und letztlich auch zu konservativem Denken. Alexander Grau nun setzt sich von diesem älteren Kulturpessimismus, der mir durchaus sympathisch war, ausdrücklich ab. Aber nicht, um sich von ihm zu distanzieren, sondern um ihm die Schärfe des Begriffes wiederzugeben, die ihm damals fehlte, und um ihn vor der Historisierung zu bewahren. Nach Ansicht unseres Referenten haben sich die Zeiten derart gewandelt, dass Kulturpessimismus heute nicht mehr eine politische Gefahr, sondern ein Gebot der Menschlichkeit darstellt. Eben weil Kultur zu unserem Menschsein gehört. Zur Person: Alexander Grau studierte nach seinem Wehrdienst an der Freien Universität Berlin Philosophie und Linguistik und wurde dort 1998 im Fach Philosophie promoviert. Seit 2003 arbeitet er als freier Publizist, als Kultur- und Wissenschaftsjournalist und veröffentlicht vor allem zu Themen der Kultur- und Ideengeschichte, insbesondere der Moderne. Seit 2013 ist er zudem Kolumnist bei Cicero Online, hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Das letzte, Hypermoral, die neue Lust an der Empörung 2017, wurde ebenfalls hier vorgestellt. Lieber Grau, es freut mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ja, lieber Herr Dr. Fenske, lieber Herr Gutschow, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einladung und die überaus schmeichelhafte Vorstellung. Ich freue mich natürlich sehr, nach so relativ kurzer Zeit, ich glaube es war im Januar letzten Jahres, wieder hier sein zu dürfen und vor der berühmten Freier von Stein-Ausgabe zu stehen und nun hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich verfahre im Folgenden so, dass ich kurz in die Motivation nochmal einleite, die mich zu dem kleinen Essay veranlasst hat, und dann das zentrale Kapitel, nicht sonderlich originell, das erste Kapitel, aus dem Buch vorlese, um so ein bisschen die Begrifflichkeit klarzumachen und die Argumentationslinie aufzuzeigen, die ich dann im Weiteren in dem Buch verfolgen werde. Ausgangspunkt meiner Überlegung war die Beobachtung oder die schlichte Feststellung, dass es eigentlich keine Kulturpessimisten mehr gibt. Das ist erstaunlich und im Grunde dringend erklärungsbedürftig. Denn neben dem klassischen, traditionellen, bürgerlichen Kulturpessimismus, auf den Herr Dr. Fenske schon angespielt hat, gab es auch immer einen linken Kulturpessimismus. Denken Sie nur an Adorno beispielsweise oder in etwas vereinfachter Form an Neil Postman, der noch in den 80er Jahren mit Titeln wie Das Verschwinden der Kindheit oder eben dem berühmten Wir amüsieren uns zu Tode oder etwas später Wir informieren uns zu Tode, letzteres 1992 erschienen, Klassiker eines gewissen Sinne noch modernen kulturpessimistischen Denkens schuf. Bezeichnend ist allerdings auch, dass Postman eben gerade diese zuletzt erwähnte Schrift Wir informieren uns zu Tode 1992, dass die schon kaum noch Aufmerksamkeit erhielt und wir uns vor allem eben an seine früheren Arbeiten erinnern. Anfang der 90er Jahre war der Westen offensichtlich endgültig am Ende der Geschichte angekommen, und am Ende der Geschichte ist eben kein Platz mehr für kulturpessimistische Betrachtungen.
da, religiös gesprochen, die Vorsehung sich erfüllt hat und das goldene posthistorische Zeitalter angebrochen ist. Und aller Unkenrufe zum Trotz und aller Verwerfungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, hat sich dieses Bild doch in den Köpfen festgesetzt. Insbesondere unter der eher linksliberalen Intelligenz, die davon ausgeht, dass es selbstverständlich zur Zeit vielleicht einige Probleme gibt. Der weltweite Populismus, Trump, Putin, der politische Islam, der Terrorismus etc. Aber dass all diese Erscheinungen, quasi so ein letztes Aufbäumen darstellen, bevor dann endlich eben doch die universale, liberale, bunte, postnationale Menschheitskultur sich durchgesetzt haben wird. Das mag so sein. Und angesichts der möglichen Alternativen ist diese auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr attraktive Vision, dennoch nicht das Allerschlimmste. Was jedoch verwundert, ist die Tatsache, dass es angesichts der globalen soziokulturellen und ökonomischen Entwicklung keinen nennenswerten kulturpessimistischen Stimmen mehr gibt. Es gibt zwar Kritik am Westen, insbesondere in Russland oder in der islamischen Welt, und diese Kritiker, von Alexander Dugin bis Al-Baghdadi quasi, bedienen sich nicht nur klassischer kulturkritischer oder kulturpessimistischer Begriffe, sondern kennen auch die entsprechenden westlichen Schriften dazu. Doch ein Kulturpessimismus oder auch nur einen kulturkritischen Blick aus westlicher Perspektive findet man eben ausgesprochen selten. Maximal vielleicht noch Sloterdijk könnte man so einordnen, Safranski vielleicht in einigen Äußerungen, aber jetzt nicht systematisch oder gar als intellektuelle Strömung. Und das gilt nicht nur für die Intellektuellen im weitesten Sinne, sondern auch für die politisch institutionalisierte Kulturkritik. Waren die Grünen in ihrer Entstehungszeit zumindest noch handfeste Kritiker des westlichen Lebensstils und plädierten sie für einen vor allem auch radikalen geistigen Kurswechsel, so haben die Grünen nicht nur ihren Frieden mit den herrschenden Verhältnissen gemacht, sie sind sogar ihre eifrigsten Propagandisten. Wollten die Grünen früher zumindest noch einfach alle Kraftwerke stilllegen oder und zurück zu vorindustriellen Lebensweisen, so überbietet man sich heute eigentlich in Progressivität und in der Anbetung technischer Lösungen von alternativen Energien bis zur E-Mobilität. Der zeitgenössische Grüne kämpft nicht mehr gegen die Moderne, sondern für eine noch modernere Moderne. Auch das ist bemerkenswert. Kurz, es waren diese Sammelbefunde, die mich skeptisch machten und in mir die Frage aufkommen ließen, weshalb ist das eigentlich so? Und meine Arbeitsthese und Leitgedanke meines Essays war bzw. ist, etwas spitz formuliert, Kulturpessimismus setzt eben Kultur voraus. Wenn eine Gesellschaft also keine Kulturpessimisten mehr hat, ist das ein sicheres Indiz dafür, dass die letzten Kulturpessimisten nicht Unrecht hatten. Die permanente Selbstbeweihräucherung unserer Kultur, die andauernde Selbstaffirmation der weltoffenen Liberalen und Polyglotten wäre dann nichts anderes als ein Indiz dafür, dass wir in einer postkulturellen Gesellschaft leben. Denn, so das Zitat, das der Verlag dann auf die Rückseite des Buches gedruckt hat, die Umdeutung von Auflösungssymptomen als Fortschritt stellt eine spezifische Form kulturellen Zerfalls dar. Mein Essay ist nun der Versuch, diesen Zerfall vor dem Hintergrund der europäischen Kulturgeschichte zu verstehen. Zu diesem Zweck habe ich mich auf die Konzepte von Fortschritt und Niedergang in der europäischen Kulturgeschichte konzentriert. Insbesondere auch auf einige Vertreter des modernen Kulturpessimismus, angefangen bei Joseph de Maistre, der jetzt vielleicht nicht unbedingt modern ist, vielleicht nicht mal ein richtiger Kulturpessimist, der aber dann in seiner Reaktion auf die Französische Revolution doch schon wesentliche Grundfiguren kulturpessimistischen Denkens vorformuliert, bis eben zu Henri Matisse, René Guénon und Paul de Lagarde, aber auch Gustave Le Bon, Ortega
und den leider etwas vergessenen Alfred Seidel, dessen posthum herausgegebenes Werk Bewusstsein als Verhängnis 1927 schon viele Motive Adornos oder Horkheimers vorwegnimmt. Was allerdings nicht in diesem Bändchen auftaucht, ist der, auf den vermutlich dann viele Leser warten, nämlich Oswald Spengler. Der Grund ist einfach, zumindest aus meiner Sicht ist Spengler eben kein Kulturpessimist. Spengler ist inspiriert durch die spätromantische Geschichtsphilosophie, insbesondere dem vom Schelling beeinflussten Ernst, ein Glück habe ich es nicht aufgemacht, dem von Schelling beeinflussten Ernst von Laszlo und natürlich von Hegel. Entsprechend präsentiert Spengler eine Theorie so zyklischer Geschichtsprozesse, angelehnt an die Lebensphasen von Organismen. Da merkt man eben noch so dieses romantische Denken, das quasi eine Identitätsphilosophie liefert von biologischer und historischer Begrifflichkeit. Und demnach durchlaufen eben Kulturen Stadien der Jugend, der Reife, des Alters. Sie werden groß, gedeihen, erblühen, erreichen eine Phase maximaler Entfaltung und vergehen dann eben wieder schrittweise. Diese kulturhistorischen Prozesse laufen gesetzmäßig ab. Also da ist er strenger Hegelianer im gewissen Sinne. Der Untergang ist somit kein Privileg des Abendlandes und vermeidbar ist er auch nicht. Spengler versteht seine Morphologie der Geschichte daher auch ausdrücklich als Philosophie der Zukunft, also als den Versuch, Geschichte vorauszubestimmen. Auch wenn Spengler dem Abendland den Untergang prophezeit, also übrigens ja auch nicht in unmittelbarer Zukunft, sondern aus heutiger Sicht dann nochmal in 100 Jahren, glaube ich, so ist seine Geschichtsphilosophie so wenig pessimistisch wie diejenige Hegels. Dass ich Spengler so schnöde übergehe, ist daher nicht Ausdruck irgendeiner modischen Geringschätzung. Im Gegenteil. Sicher mutet seine Geschichtsmorphologie heutzutage etwas grotesk an und ist der Zeit geschuldet. Sein pluralistischer Kulturrelativismus jedoch ist angesichts der Debatten um einen möglichen Kampf der Kulturen, Huntington, hochaktuell und zugleich eine Mahnung. Denn die heute im Westen so beliebte Annahme vom Sieg einer liberalen Universalkultur ist oder wäre aus Spenglers Sicht absurd und gefährlich. So gesehen taucht Spengler in dem Essay vielleicht nicht auf, aber ist er zumindest in Spenglers Geist durchaus geschrieben. Ich fange nun an, aus dem Buch direkt vorzulesen. Wenn das Buch jetzt nicht direkt vor mir liegt, dann hat das den einfachen Grund, dass das Büchlein etwas klein gedruckt ist und ich mich entschieden habe, aus Vortragsgründen den Text einfach auszudrucken. Sie sollen also bitte nicht wundern, das ist der Originaltext aus dem Buch. Das erste Kapitel. Kultur ist das, was anders sein könnte. Das unterscheidet sie von der Natur. Denn Kulturen beruhen auf Konventionen. Anders die Natur. Auch sie könnte theoretisch anders sein. Doch vor dem Hintergrund der gegebenen Bedingungen haben ihre Gesetze universale Gültigkeit, soweit wir wissen. Es gibt keine unkonventionellen Naturereignisse. Wenn etwa das Glukoseniveau im Blut eines Menschen einen gewissen Schwellenwert erreicht, dann hat er Hunger und wird, sofern es ihm möglich ist, Nahrung zu sich nehmen. Was er jedoch isst, welche Sitten er dabei hat, welche Tischmanieren, das ist kulturell bedingt. Menschen können mit Händen essen, mit Messern, Gabeln oder Stäbchen, sie können aber nicht nicht essen. Allerdings ist diese kategoriale Trennung von Kultur und Natur, die insbesondere das abendländische Denken seit 3000 Jahren beherrscht, künstlich. Denn Kultur basiert eben auf Natur. Kultur ist, wenn man so will, Natur mit anderen Mitteln. Sie ermöglicht dem Menschen Anpassungsleistungen an seine Umwelt, die mit rein evolutionsbiologischen Mitteln ungleich länger dauern würden und sehr viel unsicherer in ihrem Ausgang wären. Zugleich prägt die Kultur die Natur. Denn Menschen haben gelernt, ihre Umwelt zu manipulieren, etwa so, dass sie Nahrungsmittel in einem Maße bereitstellt, die den natürlichen Gegebenheiten zuwiderläuft. Das Mittel dazu war die Landwirtschaft, der Ackerbau, vulgo die Kultivierung der Natur. Also genau das, was dann im Lateinischen eben cultura heißt.
Diese Form von Kultivierung des Natürlichen war allerdings nur deshalb möglich, weil Menschen von Natur aus Allesfresser sind. Er kann als Eskimo sich ausschließlich von Fisch- und Robbenfleisch ernähren, also durch Eiweiß, oder wie die arme Landbevölkerung Europas über Jahrhunderte weitgehend von Getreidebrei, also von Kohlenhydraten. Weder das eine noch das andere ist aus Sicht moderner Ernährungshypochonder besonders gesund, aber es funktioniert. Kultur unter dieser weit gefassten Perspektive ist also die Manipulation des natürlich Gegebenen im Rahmen des natürlich Gegebenen und damit die Eröffnung neuer Handlungsmöglichkeiten. Indem der Mensch Landschaften und Gegenstände schuf, eröffnete er sich neue Handlungsräume und erschloss sich Potenziale. Erst Kultur ermöglichte es ihm, ein Leben zu führen, das sich von demjenigen anderer Säugetiere oder Primaten eben signifikant unterscheidet. In diesem Sinne also ist jedes Artefakt ein Kulturgegenstand und die Fähigkeit, diese Artefakte herzustellen und ihre Produktionstechniken zu überliefern, Kultur. Das klingt nüchtern, ist es aber nicht. Die Fertigkeit, Umwelt zu gestalten, wohnt eine normative und eine normierende Kraft inne. Denn das Natürliche ist das Beliebige, das Chaotische, das Urwüchsige, Kultur hingegen das Geordnete, Systematische und Geregelte. Ihr Zweck ist Beständigkeit. Sie ermöglicht den sesshaft gewordenen Menschen Kontinuität und Stetigkeit. Kultur sichert Räume, um Zeit berechenbar zu machen. Kultur soll, wenn man so will, einfach vor Überraschungen schützen. Aus diesem Grund ist nicht erst Religion im engeren Sinne, sondern Kultur als Ganzes eine Art Kontingenzbewältigung. Sie versucht, die Welt übersichtlicher und kalkulierbar zu machen. Zumindest bis zur nächsten Ernte und zum Waldrand hinten am Feld. Kultur dient insofern der Beruhigung. Sie markiert einen Bereich menschlichen Ordnungssinns gegen die Unbilden der Natur. Damit markiert die Kultur das Eigene gegen das Fremde, den Schutzraum gegen die Bedrohung. Kultur selbst ist in ihren einfachen Ursprüngen immer etwas mehr als das Ackerland und ein paar Hütten drumherum. Kultur hat deshalb auch immer ein utopisches Potenzial, in dem ihr immer so eine Art visionärer Überschuss innewohnt. Sie ist Heimat im Realen und Heimat in einem verklärten Sinne, Ort faktischen Lebens, aber auch immer Sehnsuchtsziel. Schon in Bloch'scher Manier vielleicht gedacht. Zugleich ist Kultur latent bedroht. Durch die Natur, durch das Unberechenbare. Und zu diesem bedrohlichen Chaos gehört das Unbekannte, das Andere, das Überraschungen bergen kann. Deshalb ist Kultur permanent zu schützen, zu bewahren und zu erkämpfen. Ohne einen entschlossenen Willen zur Kultur wird Kultur untergehen. Dann wird die Natur das Geordnete und Aufgeräumte wieder in Chaos verwandeln. Weil Kultur fragil ist, versucht sie, Ordnung nicht nur im Raum zu schaffen, sondern auch in der Zeit. Aus diesem Grund tradieren Kulturen sich selbst. Nur die Überlieferung ermöglicht letztlich Konstanz. Daher steht am Anfang aller Kultur die Weitergabe des Wissens über die Kultivierung der Natur, also die Ordnung des Raumes. Doch andauernde Ordnung im Raum ist nicht alles. Dauer, die wirklich dauerhaft sein will, braucht ihrerseits Struktur, also Ordnung in der Zeit. Diese schaffen Rituale. Sie kultivieren die Zeit, indem sie sie gliedern. Und sie gliedern sie anhand des einzig Gegebenen, das sich als berechenbar und dauerhaft erweist, ja als Verkörperung von Ordnung schlechthin. Das sind eben in den meisten Kulturen dann die zyklischen Bewegungen der Sterne, Sonne oder des Mondes. Diese Himmelsphänomene in ihrer vermeintlichen Ordnung scheinen dem Chaos enthoben zu sein und erweisen sich für den prähistorischen Menschen als berechenbar. So wird Kultur, also das Schaffen von Ordnung, mit dem Kult, der Anbetung der Ordnung verklammert. Das hat Folgen für die normative Grundausrichtung von Kultur überhaupt. Als wertvoll gilt das Althergebrachte, das Überlieferte, das Stabile, dasjenige, was einer Pflege, was einer Hinwendung bedarf. Minderwertig hingegen ist das Wildwüchsige, Ungeordnete, das Plötzliche und Überraschende. Oder anders formuliert,
Kultur ist konservativ. Doch Religion verherrlicht nicht nur Ordnung, zugleich verankert sie die Kultur qua Mythos in einer sagenhaften Vergangenheit. Die Herkunft der Kultur ist nun nicht mehr dunkel oder vage, sondern sie hat einen konkreten Anfang, einen Ort und damit einen Sinn. Als sinnvoll wird die Überwindung des Natürlichen empfunden, das Versprechen auf eine zeitlose Ordnung. Zugleich verankern Mythen Herkunft und Abstammung im Raum, indem sie von Abfolgen erzählen, von Genealogien, von Gründungen und Ursprüngen. Das Chaos der Zeit wird so gebändigt durch die Verortung und die Abfolge. Die Kulte, die Gemeinschaften entwickeln, hegen und pflegen die Zeit, so wie der Ackerbau eben den Raum pflegt. Kulte jedoch müssen organisiert, sie müssen ausgeführt und reglementiert werden. Dafür bedarf es Ämter und Institutionen. So trägt der Kult dreifach zur Stabilisierung bei, durch die Verherrlichung der Ordnung, indem er der Zeit Rhythmus und Struktur gibt, Institutionen notwendig macht, die auf Dauer angelegt sind, und der natürlichen Vergänglichkeit den Anspruch kultureller Ewigkeit entgegensetzt. Diese Institutionalisierung von Ritualen führt zugleich zu einer Homogenisierung des kulturellen Gedächtnisses. Es kommt zu einer Monopolisierung der Überlieferung. Mythen und Erzählungen werden kanonisiert. Da Kanonisierung Stabilität in einer instabilen Welt verspricht, werden immer mehr Artefakte, Überlieferungen, Herstellungsweisen in den Kanon einbezogen. Kurz, Kultur besteht ganz wesentlich aus Normierungen, Kanonisierung und Standardisierung qua Regeln. Kanonisieren aber bedeutet letztlich Exklusion. Es muss zwischen demjenigen unterschieden werden, das überliefert werden soll, und demjenigen, das dem Vergessen anheimgegeben werden kann. Folglich geht die Kanonisierung einher mit der Verfestigung und Ausprägung moralischer und ästhetischer Normen und Ideale. Es bleibt so etwas wie ein normatives Netz, das über alle Handlungen und Entscheidungen und Artefakte gelegt wird und die Welt in gut und schlecht und mehr oder minder wertvoll einteilt. In diesem Sinne hat Kulturalisierung auch immer eine ästhetische Dimension. Mit der Unterscheidung zwischen dem Kanonisierenden oder dem Zukanonisierenden und dem Belanglosen geht die Ausbildung ästhetischer Normen einher. Vom Körperschmuck über die Kleidung bis zur Redekunst, der Architektur, Sprache, Bildnisse, Schmuck werden an Schönheitsnormen ausgerichtet. Es entsteht, was später Kunst genannt werden wird. Die Ästhetisierung der Welt wertet die Natur jedoch zwangsläufig weiter ab. Diese steht nun nicht nur für das Chaotische, Fremde und Bedrohliche, sondern zugleich für das Hässliche, Ungestaltete, Wildwüchsige. Das Kulturelle wird zum Schönen, das Natürliche zum zu Kultivierenden. Über drei Jahrtausende funktionierte diese Zuordnung in Europa einigermaßen zuverlässig. Dann wird sie im Zuge der Moderne dekonstruiert. Das Schöne wird aufgegeben zugunsten anderer Konzepte. Kultivierung selbst wird hinterfragt und das Natürliche rehabilitiert. Kurz, die Moderne verabschiedet die traditionelle Idee von Kultur. Es kommt zu einer Umwertung aller Werte. Nicht das Beständige, das Geordnete, das Überlieferte, das Stabile und Althergebrachte gilt als wertvoll, sondern das Spontane, das Kreative, das Andere, das Befremdliche, Überraschende und Schockierende. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die westliche Welt von dem verabschiedet, was vormals als Ausweis einer Kulturgesellschaft gesehen wurde. Das ist zumindest erklärungsbedürftig. Wie sehr Kultur mit Vorstellungen des Bewahrens, Veredelns und Verehrens über Jahrtausende assoziiert war, machen allein die Bedeutungsebenen des lateinischen Verbs colere deutlich, die von Ackerbau betreiben, ansässig sein und bewahren, überschmücken, putzen, veredeln, bis zu hochhalten, huldigen und anbeten reichen. Also genau das umreißen, was vormoderne Kultur ausmachte. Indem diese verschiedenen Bedeutungsebenen sowohl die Idee der Kultivierung des Raumes als auch die Kultivierung der Zeit erfassen, markieren sie zugleich den Unterschied
zwischen Kultur und Kult, also dem Profanen und dem Heiligen. Man könnte auch sagen, das Bestellen des Ackers mündet in der Anbetung des Ewigen. Doch wie betet man das Ewige an in einer Welt, in der nichts ewig ist? Indem man Ewigkeit darstellt. Anders formuliert, man muss sie symbolisieren. Das geschieht unter anderem dadurch, dass heilige Stätten geschaffen werden, also Übergangsräume zwischen der Endlichkeit und dem Unendlichen, dem Vergänglichen und dem Ewigen. Hier in den heiligen Bezirken etwa, an Kultstätten, Kulträumen und Tempeln, wird nicht nur den Göttern gehuldigt, sondern zugleich auch den Normen, Werten und Idealvorstellungen einer Gemeinschaft. Hier wird Kultur zu einem Ensemble symbolischer Formen, zu einem System von Ornamenten, Bildern, Gesten, Zeichen und schließlich Texten. Denn Symbole sind, anders als physische Gegenstände, der Vergänglichkeit enthoben. Das bedeutet, dass Symbole nicht nur Ewigkeit darzustellen vermögen, sie selbst konstituieren Zeitlosigkeit. Vermittels ihrer Symbole versucht Kultur mithin, sich selbst zu transzendieren und Ewigkeit in der Vergänglichkeit zu schaffen. Das muss natürlich scheitern. Doch genau hierin liegt ihre menschliche Würde. Kultur ist die zentrale metaphysische Revolte des Menschen gegen den Tod. Sie sucht Ewigkeit und Ordnung zu schaffen, wo im Grunde Chaos, Zufall und Endlichkeit sind. Daher ist Kultur wesentlich Religion und Religion eben Kultur. Oder anders, Kultur ist, folgt man T.S. Eliot, Zitat, ihrem eigentlichen Wesen nach die fleischgewordene Religion eines Volkes. In dem Moment, in dem Kultur ihren religiösen Charakter verliert, verliert sie sich selbst. Es gibt in diesem Sinne keine säkulare Kultur. Doch dazu vielleicht weiter unten mehr. An diesem Punkt ist zunächst festzuhalten, Kulturen sind Zeichensysteme, also Codes letztlich Sprachen. Und wie alle Sprachen wirken sie auf die eigene Sprachgemeinschaft integrierend und hierarchisch und nach außen hin exkludierend. Denn Sprachgemeinschaften unterscheiden zwischen kompetenten, weniger kompetenten und inkompetenten Sprechern. Gleiches gilt für Kulturen. Auch deren Codes werden besser oder schlechter beherrscht, wobei die Codebeherrschung den sozialen Status beglaubigt. Dieses Wissen um kulturelle Codes wird traditionell Bildung genannt. Hochgebildet ist derjenige, der den symbolischen Code einer Gemeinschaft, ihrer Kultur, umfassend beherrscht, also die Bedeutung von Gefäßen, Ornamenten, Schmuck, Festkleidung, Ritualen und den Mythen und Erzählungen, aus denen sie sich ableitet. Dabei wirkt Bildung als Kulturdestillator. Aus dem Angebot des Überlieferten und Kanonisierten bildet sie durch Bildungsnobilitierung ein Konzentrat dessen, was ein kompetenter Angehöriger einer Kultur wissen muss, welches Wissen unwichtig ist und welches Wissen wiederum nur Fachleute, etwa Schamanen, zu haben brauchen. Zudem formt Bildung Kulturwissen zu einem expliziten Wissen um. Ist das kulturelle Wissen in Vorbildungskulturen mehr impliziertes, tradiertes, mystisches Brauchtum, so erfordert die Kanonisierung zum Bildungsgut eine bewusste Unterscheidung in wertvoll und vielleicht nicht ganz so wertvoll. Das Konzept der Bildung hat also eine mehrfache kulturelle Verstärkerfunktion. Es trennt das Wesentliche vom Unwesentlichen. Es differenziert das Wesentliche hinsichtlich verschiedener sozialer Bedürfnisse aus, macht kulturelle Inhalte bewusst und schafft damit zugleich ein Zentrum kulturellen Wissens, das in der Lage ist, in zunehmend komplexen Gesellschaften Zusammenhang herzustellen. So ermöglicht Bildung qua Kanonisierung und Differenzierung schließlich den Übergang von hochkulturellen Gesellschaften von vorhochkulturellen Gesellschaften zu Hochkulturen. Es bildet sich ein Spezialistentum heraus, repräsentiert durch Priester, Gelehrte, Künstler und Rezitatoren, das kulturelles Wissen bewahrt, aufzeichnet, weitergibt und zur Verfügung stellt. Gegenüber vorhochkulturellen Gesellschaften sind solche Hochkulturen deutlich heterogener. Genauer, eine Hochkultur entsteht dann, wenn das kulturelle Zentrum auf die Peripherie einer Gemeinschaft nicht mehr im umfassenden Sinne standardisierend wirken kann.
Sieferle hat es in seinem Fortschrittsbuch geschrieben, in allen Hochkulturen lockert sich das kulturelle Band, welches die Subsysteme im Sinne der Normintegration gefesselt hatte. Sie gewinnen an Spielraum und Autonomisierung und stehen nicht mehr ausschließlich unter dem Diktat verbindlicher Mythen. Hochkulturen sind infolgedessen immer dynamischer. Und Kulturen, die eine gewisse Dynamik zu entwickeln vermögen, transformieren sich zu Hochkulturen. Doch Dynamik widerspricht dem konservativen Prinzip von Kultur. Aus diesem Grund sind Hochkulturen latent fragil. Sie laufen einerseits Gefahr zu erstarren, andererseits durch soziale, ökonomische oder subkulturelle Umformungsprozesse ihre Normierungskraft zu verlieren und sich aufzulösen. Insbesondere die Autonomisierung ganzer Gesellschaftsbereiche und die Interaktion mit anderen Kulturen birgt die Gefahr, dass dieses kulturelle Zentrum entweder seine notwendige Bindungskraft verliert oder eben anderweitig überformt wird. Wenn das kulturelle Zentrum seine normierende und synthetisierende Kraft tatsächlich verliert, zerfällt die jeweilige Kultur. In das entstehende Vakuum stößt entweder eine fremde Kultur oder eine periphere Subkultur, die in der Lage ist, das vakante Zentrum eben auszufüllen. In vormodernen Gesellschaften mit vergleichsweise geringer Mobilität waren Desintegrationseffekte, die zum Untergang einer Kultur führen können, stets regional und zeitlich begrenzt. Der Standardisierungsdruck erweist sich langfristig als stärker als die sozialen, ökonomischen und ethnischen Fliehkräfte. Die Autonomisierungsprozesse hochkultureller Gesellschaften laufen niemals so schnell und intensiv ab, dass sie großräumig desintegrierend wirken und die Bildung eines neuen Normierungssystems nachhaltig verhindern könnten. Kurz, die Gravitationskräfte der kulturellen Standardisierung erweisen sich über Jahrtausende als stärker als die Zentrifugalkräfte der sozialen Veränderungsprozesse. Das aber ändert sich in der aufkommenden Moderne. Spätestens Ende des 18. Jahrhunderts wurden einzelne Teilbereiche der europäischen Gesellschaften so schnell und stark umgeformt, dass ihre Einbindung in das jeweilige kulturelle Normierungszentrum kaum noch aufrechtzuerhalten war. Zunächst gegen den Widerstand der von den ökonomischen und sozialen Veränderungen weitgehend ausgesparten Milieus löste sich die Bindungsfähigkeit der alteuropäischen Kulturen zunehmend auf. Einer der Hauptursachen dafür war, dass sich die rasanten Veränderungen nicht auf einzelne technische, wissenschaftliche oder soziale Bereiche beschränkte, sondern ein umfassender Transformationsprozess einsetzte, der keinen Lebensbereich aussparte. Spätestens die Industrialisierung mit ihr die damit einhergehenden Urbanisierungsprozesse, die Neuformierung der sozialen Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, die Zerstörung bisheriger Sozialgefüge im Zusammenhang mit technischen Neuerungen, die innerhalb weniger Jahrzehnte die Lebenswelt der Menschen mehr veränderten als in den 3000 Jahren zuvor, die Verdichtung und Beschleunigung der Kommunikation und ein mit diesen drastischen Veränderungen einhergehender tiefgreifender Wertewandel setzten Fliehkräfte frei, die unendlich stärker waren als jede kulturelle Gravitation. Selbst dort, wo sich kurzfristig neue Kulturalisierungsmuster mit Normierungspotenzial zeigten, wurden diese, etwa die bildungsbürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts, durch andere Transformationsprozesse überlagert und marginalisiert. Das ist der Moment, in dem die Moderne modern wird. Wandel und Autonomisierung gelten nicht länger als bloße Begleiterscheinungen von technischen und sozialen Veränderungen, sondern werden zum Ideal erhoben. Autonomisierung wird zum Selbstzweck. Die kulturellen Bindungskräfte werden pulverisiert. Der Wertewandel selbst wird letztlich zum Wert erklärt. Fälschlicherweise und voreilig hat man diesen Zustand, die damit einhergehende Heterogenität der verschiedenen gesellschaftlichen Sprachspiele, ihre Inkommensurabilität als postmodern bezeichnet. Doch eine Moderne, die letzte Mentalitätsbestände vormodernen Denkens überwunden hat, ist keine Nachmoderne,
sondern die Moderne in ihrer allermodernsten Form. Hier wird die Transformation, die Neuerung, die Überwindung des Althergebrachten, die Innovation zum Wert an sich und die Zentrifugalkräfte zum Lebenselixier und zum Garant von Modernität. Das entscheidende Charakteristikum des Industriesystems, betont daher Sieferle im besagten Buch, ist gegenüber allen Hochkulturen, dass in ihm die Autonomisierung zum universalen Prinzip geworden ist. Letztlich wird die Delegitimierung des Dauerhaften, Beständigen und Zeitlosen zum Signum der Moderne. Allerdings vollzog sich der Übergang von einer Hochkulturgesellschaft in die postkulturelle, autonomisierte Massengesellschaft nicht schlagartig und abhängig von den lokalen Gegebenheiten der jeweiligen Industrialisierung, den sozialen Machtverhältnissen, dem Urbanisierungsstand und den politischen Traditionen. Das Band, so auch Sieferle nochmal zitiert, das die Gesellschaft zusammengehalten hat, riss nicht plötzlich glatt und einheitlich, sondern Faser für Faser. Je schwächer das Band wurde, desto schneller schritt seine Auflösung voran. Wir erleben daher eine eindrucksvolle Beschleunigung der Autonomisierung, je näher wir an die Gegenwart kommen. Diese Beschleunigung der Heterogenisierung westlicher Gesellschaften erfolgte auch deshalb, weil sie überaus erfolgreich war. Innerhalb weniger Generationen, zwischen der Mitte des 19. und dem beginnenden 21. Jahrhundert, erlebten die Menschen nicht nur der westlichen Welt eine Revolution der Lebensumstände, die mit der Auflistung von gestiegenen Lebenserwartungen, explodierenden Einwohnerzahlen, verkürzten Reisezeiten, marginalisierten Kommunikationszeiträumen, einer Vervielfachung des Lebensstandards und der Potenzierung des Wissens nur unzureichend beschrieben ist und sich nicht nur graduell, sondern eben kategorial von allem unterscheidet, was die Menschheit bisher gekannt hat. Dabei entfaltete die moderne Industriegesellschaft eine selbstverstärkende Dynamik, die nicht nur die noch vorhandenen Restbestände traditioneller alteuropäischer Kultur sukzessive auflöste, sondern vor allem auch in außereuropäischen Kulturen soziale und ökonomische Umformungsprozesse auslöste, die deren Normierungsinstanzen marginalisierte. Faktisch sorgte die wirtschaftliche und technische Überlegenheit der industrialisierten Massengesellschaft dafür, dass hochkulturelle Refugien nur die Alternative zwischen Untergang und Assimilation an das Unvermeidliche blieb. Das Ergebnis ist eine globale Hybridkultur aus lokalen Versatzstücken jeweiliger Traditionen und den Erfordernissen weltweiter Autonomisierung gesellschaftlicher Teilsysteme. Gegenüber den hochdynamischen Spezialisierungs- und Differenzierungsprozessen der industrialisierten Moderne erweist sich das Konzept der Kultur als unterlegen. Kulturgesellschaften sind nicht in der Lage, schnell und umfassend auf technische und ökonomische Veränderungen zu reagieren. Sie basieren auf viskosen Standardisierungsstrukturen, die empfindlich sind gegenüber Transformationsdruck von außen. Kultur und industrialisierte Moderne erweisen sich als unvereinbar. Auch dazu noch mal später mehr. Doch Gesellschaften, archaische ebenso wie moderne, bedürfen der Kommunikation qua symbolischer Formen. So entsteht in der Moderne ein Kulturderivat, die Massenkultur. Ihre Voraussetzung ist, neben der sozialen Entmachtung traditioneller Kulturträger und ökonomischen Massenwohlstand, die Diskreditierung des Konzepts der Kultur als Normierungssystem im Namen der pankulturalistischen Nivellierung möglicher kultureller Differenzen wird die Vielfalt, die Buntheit und Austauschbarkeit, kurz die Normlosigkeit, selbst zur Norm erklärt. Wo jedoch Normlosigkeit zur Norm wird, ist die Zerstörung und Überwindung von Normen das Ideal. So werden Avantgardismus, Kreativität und Fantasie zu Fetischen postkultureller Gesellschaften. Dementsprechend hält es der Künstler im Zeitalter postkultureller Massenkultur für seine Aufgabe, zu verunsichern, zu hinterfragen und angeblich Gewohntes in Frage zu stellen.
wohl Kulturen das Ewige verehren, delektiert sich die Postkultur an der Zerstörung des ohnehin nicht mehr Gültigen und am Einreißen längst gefallener Mauern. Der Umschlag von der vorindustriellen Hochkultur in die Massengesellschaft erfolgt vergleichsweise zügig, jedoch nicht schlagartig. Zwischen beiden steht das bürgerliche Zeitalter als Übergangsphase und, je nach Betrachtungsweise, Gipfel europäischer Hochkultur oder Anfang vom Ende. Waren die vormodernen Feudalgesellschaften auf Bewahrung der jeweiligen Herrschaftsstrukturen ausgelegt und bezog der Adel seine Legitimität vor allem aus einer als ewig angenommenen Weltordnung, seiner Abstammung und dem Alter seiner Herrschaft, so hält mit der Entwicklung des Bürgertums die Idee des Fortschritts Einzug in die Legitimationsdiskurse. Charakteristisch für die bürgerliche Ideologie wird der Versuch des Ausgleichs zwischen Progression und Bewahrung. Als neuer gesellschaftlicher Stand, der seine Stellung und seinen ökonomischen Wohlstand vor allem ökonomischen Umbrüchen verdankt, dem neuen Bankensystem, dem Handel mit Übersee, neuen Produkten, neuen Märkten, neuen Techniken, war sich das formierende Bürgertum der Neuzeit der Idee der Innovation verpflichtet. Zudem konkurrierte es hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Anerkennung und Reputation mit dem Adel. Kurz, Fortschritt und Wandel werden wesentliche Bestandteile bürgerlicher Ideologie. Veränderung bedeutet aber Instabilität. Doch Bedingungen für eine prosperierende Wirtschaft ist auch Sicherheit. So bleibt die bürgerliche Fortschrittsideologie immer gebunden an das Bedürfnis nach Konstanz und Berechenbarkeit. Hinzu kommt, dass das Bürgertum sich ästhetisch vor allem von den Handwerkern und Bauern abheben musste. Gelingt es in der Mode, bedingt durch gesellschaftlichen Zwang und Kleiderordnung, eine spezifisch bürgerliche Binnenkultur zu entwickeln, der sich der Adel im 19. Jahrhundert anpassen wird, so orientiert sich das Bürgertum ansonsten wesentlich an der Welt des Adels. Noch in den Opernhäusern des 19. Jahrhunderts, also in den Tempeln bürgerlicher Selbstinszenierung und Kunstreligion, sucht man, den höfischen Habitus zu imitieren. Die bürgerliche Alltagskultur ist keine Gegen- und Alternativkultur zu derjenigen des Adels. Indem das Bürgertum den Adel machtpolitisch beerbt, übernimmt es zugleich dessen ästhetische Distinktionsmerkmale. Man baut sich Villen, die Miniaturschlössern gleichen, man gutiert die gleiche Musik, man sammelt die gleiche Kunst und entwickelt eine bürgerliche Höflichkeitskultur, die sich ganz wesentlich an derjenigen des Adels orientiert. Kurz, das Bürgertum greift die aristokratische Kultur auf und macht sie massentauglich. Das bürgerliche Weltbild vereint somit, und deshalb die Ausführungen, Fortschrittsglaube und Innovationsvertrauen mit der Idee des Bewahrens. Das funktioniert nur, wenn der in dieser Konstellation eingewebte Widerspruch ideologisch irgendwie überformt wird. Normative Achse der bürgerlichen Weltanschauung wird daher, wie Condillis herausgearbeitet hat, der Harmonisierungsgedanke. Zitat: Der Versuch, Fortschritt und Ordnung, Entwicklung und in sich ruhendes Ganzes, Dynamik und Statik theoretisch in Einklang zu bringen und wenigstens zusammenzudenken, stellt einen bedeutenden Aspekt des allgemeinen bürgerlichen Harmonisierungsbestrebens dar. Allerdings konnte dieses Streben nach Ausgleich die Zeit- und Fortschrittsorientierung der bürgerlichen Welt nicht wirklich kompensieren. Zu stark war der in der bürgerlichen Ideologie eingebaute Impuls, Progressives zu generieren oder zumindest zu akzeptieren, zu sehr definierte sich das Bürgertum letztlich über seine Modernität. Entsprechend wurde der Wunsch nach Ewigkeit und Dauer ausgelagert. Soziologisch durch die Entstehung eines Bildungsbürgertums, institutionell durch die Schaffung von Museen und Kunstsammlungen. Die Beschäftigung mit der Kunst wird konsequenterweise akademisiert. An den Universitäten werden entsprechende Studienfächer eingerichtet. Auch die künstlerische Praxis wird akademisch institutionalisiert. Es entstehen Kunstakademien. Im bürgerlichen Bildungsideal schließlich wird versucht, beides zu vereinen.
technisches Wissen und humanistische Bildung. Und auch die bürgerliche Ehe ist der Versuch, Kalkül und Herz, Vernunft und Sinnlichkeit, Ethik und Leidenschaft miteinander in Einklang zu bringen. Das doppelgesichtige Bedürfnis des Bürgertums nach Fortschritt und Rationalisierung einerseits und dem Ewigen und Unvergänglichen andererseits kristallisiert sich auch in der gestaltgewordenen Gleichzeitigkeit von technischer Revolution und ästhetischem Historismus. Ihr Sinnbild ist, Sie kennen es hier gerade in Berlin ganz gut, die Fabrikhalle mit gotischer Fassade. Am deutlichsten wird dieser innere Widerspruch jedoch in den Künsten. Hier in der bildenden Kunst, Architektur und Musik wird der Untergang des bürgerlichen Zeitalters und mit ihm der Niedergang der letzten Kulturepoche der westlichen Welt am frühesten greifbar. Es sind Künstler und Intellektuelle, die sich als erste gegen die bürgerliche Synthese und Harmonisierungsideologie wenden und beginnen zunächst, deren ästhetische Normen zu zerstören. Als wertvoll gilt ihnen nicht die Verbindung von Fortschritt und Beständigkeit, von Erneuerung und Ewiggültigen, vielmehr verselbstständigt sich die Idee der Progression. Aufgegeben wird das Ideal des Ewigen und Zeitlosen, gefeiert wird die Veränderung. Gesucht wird ein neuer Normenkanon, der die Aporien des bürgerlichen Denkens hinter sich lässt. Dieses wird in seinem Harmoniebemühen als spießig, als philisterhaft wahrgenommen und soll zugunsten einer radikal modernen Normativität überwunden werden, die zugleich eine neue Zeit einläuten wird. Pointierter Ausdruck dieses Denkens ist die künstlerische und intellektuelle Avantgarde. Sie tritt an, die bürgerliche Ästhetik in Trümmern zu legen. Was an deren Stelle treten soll, bleibt unklar und umstritten, nur radikal, kompromisslos und gänzlich anders soll es werden. Die Kunst, die Gesellschaft, der Mensch. Dabei bilden sich grosso modo zwei Lager, deren Zukunftsvisionen auf der Trennung dessen berufen, was zuvor im bürgerlichen Denken vereint war, Technizismus und Naturromantik. Auf der einen Seite sammeln sich eine radikal futuristische Fraktion, die von der Zerstörung der Überlieferung fantasiert. Sie verkündet den Tod des Ornaments, preist die Maschine, die Geschwindigkeit, die Ästhetik der modernen Technik und vergöttert die Form, die der Funktion folgen soll. Ihr gegenüber stehen jene, die aus der Enge der technisierten bürgerlichen Lebenswelt ausbrechen wollen und dabei an Denkmotive der Romantik anknüpfen. Hier begeistert man sich für das Irrationale, das Triebhafte und Unbewusste und flüchtet sich in neue Mythologien, in Esoterik und Theosophie und huldigt einem neuen Kult der Natur und des Natürlichen. Gesellschaftliche Präsenz erfahren diese ästhetischen Grundkonzepte in Gestalt zweier Archetypen antibürgerlicher Selbstinszenierung, dem Bohemian, also beziehungsweise dem Dandy und dem Aussteiger. Beide Figuren entspringen dem bürgerlichen Individualismus und radikalisieren diesen. So ist es auch kein Zufall, dass sie zeitgleich in der sich formierenden Massengesellschaft des 19. Jahrhunderts auftauchen, von der sie sich abheben wollen. In ihrem Bemühen, zwei zutiefst bürgerliche Konzepte, den Kult um das Schöne und die Anbetung der Natur, in bewusst antibürgerlicher Weise zu leben, werden Bohemian und Aussteiger zu Sinnbildern der Pathologien des Antibürgerlichen. Die Auflösung der bürgerlichen Bildsprache im Namen des Fortschritts treibt die Künstler der Avantgarde in eine möglichst reine Ästhetik, in einen Purismus der Darstellung und der Form. Das Ergebnis dieser Suche ist ein pluralistisches Nebeneinander, das man auch als entfesseltes Chaos beschreiben kann. Man proklamiert das reine Sehen, die reine Abstraktion, Grundformen und Grundfarben. Die Lösung, die dabei gefunden wird, ist selbstredend heterogen. Es zeigt sich überall eine Neigung ins Extreme zu gehen, eine Polarisierung. Das Ergebnis, ich zitiere jetzt nochmal Condillis, die Kunst strebt fort von der Mitte. Das ist gar nicht Condillis. Trotzdem, die Kunst strebt fort von der Mitte. Das gilt sowohl von der Aufgabe der Kunst wie auch von dem Verhältnis der Kunstarten untereinander. Man kann auch sagen, die Kunst strebt
von der Kunst, an der sie ebenso wenig Genüge hat wie der Mensch am Menschen. Und das bedeutet zugleich, die Kunst strebt vom Menschen, vom Menschlichen und vom Maß fort. Kunst hier, pars pro toto, für alles, was einmal menschliche Kulturleistung war, wird in letzter Konsequenz exzentrisch. Das liegt in der Logik der Überwindungs- und Fortschrittsideologie, die aus dem Ideologiereservoir des Bürgertums übernommen und radikalisiert wurde. Wo jeder Avantgarde sein will, wird nur noch das Avantgarde sein, der neue Blick, die neue Perspektive, die Zerstörung des Alten zum Maß aller Dinge. Also wird alles Kunst und im selben Rahmen alles Kultur. Hier endet jetzt mein Manuskript, aber nicht meine Vorlesung. Hier war einfach nur hat der Drucker seinen Geist aufgegeben. Daher haben Sie jetzt das großartige Erlebnis, da ich tatsächlich nochmal authentisch aus dem Buch vorlese, die letzten paar Sätze. Zu den paradoxen Effekten des Willens zum Avantgardismus gehört daher seine Selbstaufhebung und das Ende der Avantgarde als Trash der Massenkultur. Denn wenn jeder ein Künstler, alles Kunst und jede Lebensäußerung Kultur ist, verkommt das Ideal der Konventionsbrechung zum Eskapismus. Was einmal als Hinterfragung steriler Standards begann, gerät zur Rechtfertigungsideologie des Obszönen. Insofern sind die ordinären Selbstinszenierungen des Durchschnittsbürgers, die man auf den Straßen der westlich geprägten Welt und ihren Massenmedien erleben darf, und die vulgäre Ästhetik, die in vielen Bereichen der etablierten Kunst- und Kulturbetriebes zum guten Ton gehört, lediglich zwei Seiten derselben Medaille. Die Idee des Fortschritts degeneriert endgültig zum wahllosen Bruch von Normen, die kaum noch jemand als Normen empfindet, garniert mit technischen Weiterentwicklungen, die mangels anderer Perspektiven zu Kündern eines neuen Zeitalters hochgejubelt werden. Dieser technische Fortschritt ist auch deshalb so inhaltsleer, weil er sich im Wesentlichen im Bereich der Medientechnologie abspielt. Medien aber brauchen Inhalte. Doch die postkulturelle Gesellschaft ist nicht mehr in der Lage, Inhalte zu generieren. Konsequenterweise werden Medien zum neuen Medieninhalt. Ihr Sinnbild ist das soziale Netzwerk, also ein Medium, in dem Inhalte von Medien kommuniziert werden, die selbst wieder medial sind. Und selbstredend regiert auch hier wieder die Aufmerksamkeitsökonomie des Ordinären. Was mit Donatello begann, endet in der Selbstdarstellung des Kleinbürgers auf Instagram. Das ist der Punkt, in dem Europa die von ihm unmittelbar geprägten Länder und weite Teile der sich am Westen orientierenden Regionen der Welt endgültig in das Stadium der postkulturellen Weltkultur eintreten. Denn Weltkultur kann es nur geben, wenn Kulturen sich aufgelöst haben, wenn, wie Cornelis formuliert, Kultur überhaupt als solche nicht mehr als übergeordnete Sphäre aufgefasst wird. Eine solche universale Nachkultur hat nur noch eine politische Aufgabe. Sie soll integrieren und die letzten noch bestehenden Unterschiede nivellieren. Ziel ist der globale Melting Pot, aus dem sich jeder nach seiner Fasson bedienen kann. So wird das globale Verschwinden von Kultur zur Bedingung einer globalen Weltkultur. Denn nur wo regionale Identität und Herkunft keine Bedeutung und keinen Sinn mehr haben und Menschen sich als einen in einer Gegenwartsblase aufgestellten Setzkasten begreifen, der frei, beliebig und nach Gusto mit den jeweils aktuellen Versatzstücken der globalen Massengüterindustrie befüllt werden kann, ist eine wahrhaft universale Weltkultur verwirklicht. Mit dem Stadium der kulturellen Entropie hat der Fortschritt dann seine Endphase erreicht. Vielen Dank.